Ja, grüß dich Leute, das ist mein Thomas Scheppel wieder da mit einem unfassbaren Scheiße jetzt, was ich Amazon einmal wieder einfallen hat lassen. Ich war ja immer recht so glücklich mit Amazon. Ne? Ich bin halt, ja, mit meinem Konto, da, das ist jetzt mein Problem, warum ich keine Kreditkarte oder irgendwas nutze. Muss ja nicht zwangsweise so sein, aber früher bin ich immer hingegangen, entweder bei uns in Österreich war es ist es die Trafik oder Kiosk, Tabakladen, Wurscht, da bekommst du halt andere Sachen auch noch. Oder gehst zum Aldi und da hole ich mal dann die Amazon-Karten. Ne? So, und dann bin ich zur Kasse gegangen, ne? Sind es meine Adresse. Ja? Und dann steht da Finanzierung. Ne? Ich kann sie nicht abwählen. Ja? Ich kann mir da jetzt da auswählen, wie ich das bezahlen möchte. Okay, ich habe da jetzt nur 1,28 drauf, ja. Aber das, wir haben ja gerade gesehen. Ich schaue jetzt nur kurz nach. So, das macht 164 Euro aus. So. Okay. 164 Euro. So. Wir sind da auf 177 Euro. Okay, das ignorieren wir. Ich bin immer da hingegangen, habe dann den Code eingegeben, ne, ganz normal. Jetzt irgendwas, ich habe jetzt keinen Code, aber. Und dann einlösen, dann weiter. Da konnte man erst auch auf weiter drücken. Jetzt ist aber das Problem. Amazon Debitkarte, bla bla bla. Ich kann das abwählen, aber ich kann da drauf drücken wie ein Vollidiot. Ja. Da passiert gar nichts. Also jetzt, ich denke, das wird dir aufgezwungen. Das sehe ich erst seit heute, habe ich das ja erst gesehen. Dass es eine Finanzierung sein soll, durch von Barclays, wollen wir da mal schauen. Das ist ja noch besser. So geht's. Auf Amazon.de einkaufen. Geh ab einem Einkaufswert von 100 Euro im Warenkorb, wie gewohnt zur Kasse. Finanzierung auswählen. Wähle an der Kasse die Zahlungsart, Finanzierung und deine Wunschrate aus. Einmal beantragen, das war's. Ja, na, wenn die ja Geld wollen, dann geht's immer leicht. Ne? Füll einmalig und in wenigen Minuten deinen Online-Antrag aus. Lasse dich online identifizieren via Web-ID-Solutions und unterschreibe mit digitaler Unterschrift via MTAN. Ja? So, dann wird das erklärt, bla bla bla, wie das es geht und bibabo. Interessiert jetzt nicht. So. Aber was ist der Mist jetzt? Wir verrechnen Dings, das kann ich auswählen und dann mache ich nochmal weiter. Ja? Aber ich kann jetzt schon auf weiter drücken. Die Finanzierungsart, die bleibt bestehen. Ich kann sie nicht abwählen. Überhaupt das ist ja noch lustiger. Herzlichen Glückwunsch mit Ihrer Bestellung. Können Sie jetzt 50% Rabatt auf eine Auswahl an PC Security Produkten sichern? Ja, der PC da rennt seit über 50 Tagen durch ohne Antivirusprogramm, also ich brauche das nicht, aber bitte. So, jetzt haben wir das, was ich da haben möchte. Ne? Das ist ja egal, spielt jetzt keine Rolle, das kann ja bei euch anders ausschauen. Ne? So, gratis Standardversand oder das, typisch wie es ist. Ich würde da jetzt noch einen Code eingeben, also meinen, ja, Amazon-Code und so habe ich die Sachen immer bezahlt. Reicht doch und. Man muss sich nicht unwohl fühlen, dass irgendwer Bankdaten hat. Ja. So, ich kann aber trotzdem auf weiter klicken, aber was passiert dann? Wird das dann automatisch bezahlt oder, also, oder durchgestellt und ich kriege dann die Abrechnung im Monat? Ja, ich habe ja keine Bankomatkarte hinterlegt, gar nichts. Ich glaube, das System könnte man richtig missbrauchen. Da wird es sicher so Idioten geben, die das machen würden. Und ich verstehe das nicht. Also normal war das ja nicht ausgegraut, aber man konnte nicht draufklicken und es war viel heller als das jetzt. Man kann einfach auf Weiter klicken und Pay Monthly. Tja, ich kann's nicht abwählen. Was soll denn das? Amazon.de, ja, das mache ich, einlösen und aus. Und dann klicke ich das an, weil wir rechnen, weil das muss ja irgendwo ein Geld hernehmen. Ne? Aber Pay Monthly, das geht nicht weg. Also die wollen mich ja schon verarschen. Ja, schreibt mir in die Comments irgendwie, ob das normal ist, ob das dann immer noch besteht. Weil meine Frage wäre jetzt gewesen, die Crème de la Crème.
ob, wenn ich da jetzt einen Code eingib, ja, da und auf Weiter klick, ob und das halt anhake, ob das noch bestehen bleibt. Weil ich will nichts monatlich zahlen. Sicherlich nicht. Das ist Kreditscheiße, ist immer mit Vorsicht zu genießen, das muss man halt einfach einmal sagen. Ich hinterlege da gar nichts. Sie können mich mal kreuzweise, ja, auf Wienerisch Bugelfünferln, ja, weil das ist ein Dreck. Ja. Ich will das ganz normal oldschool mit dem Geschenkguthaben zahlen, wie ich es immer gemacht habe. Und jetzt funken mir die da rein mit dem Blödsinn da. Warum kann ich das nicht abwählen? Nein, danke oder sowas. Ist wahrscheinlich 2 Minuten zu viel Programmierzeit Arbeit gewesen für die. Ich weiß es nicht. Aber ja, das war mal ein kleiner Rant von mir. Also sagt mir, ob das auch so ist. Also wenn, dann kann ich scheißen gehen. Dann muss ich wieder oldschool in den Laden gehen. Habe ich auch kein Problem damit. Aber halt, es gibt halt vieles nicht im Laden, was es da gibt. Ja, die Scheiße. Sonst würde ich da ja gar nichts bestellen wollen. Ja. Also, liebe Leute, sorry, dass es ein bisschen ein Rant war, aber ja, ich möchte wissen, ob es bei euch auch so ist. Vielleicht ändern die das nochmal, ich weiß es nicht. Peace out, Leute, servus.